Hier. Ist mir egal, ob das jetzt Kohle ist oder sonst was, aber ich muss irgendwas bauen. Ich muss ja darüber. Ich brauche einen Weg. Okay, dann nochmal die 6. Dann die 7. So. Und jetzt hier mal rauf. Mal gucken. Da wo kein Weg ist, muss ein Weg gemacht werden. Hi. So, Säbelsamen. Bringe mir Eisenbarren. Ich kann noch keine Eisenbarren herstellen. Annehmen. Aber wenn ich Eisenbarren habe, bringe ich dir gerne welche. Ich dachte, ich könnte den Amboss benutzen. Uäh, krass, ich verletze mich an ja nicht. Was ist denn hier los? Ach, schlafen. Gute Nacht, jetzt bin ich wieder aufgewacht. Jetzt lass mich raus. Du hast es übrigens ein bisschen windig. Ich frage mich, wie du hier rausgekommen bist. Konntest du fliegen oder was? Dann lass uns mal da. Da ist noch ein weiterer Händler. Da hinten in der Ecke. Mal gucken, kommen wir da irgendwie unbeschadet hin oder müssen wir uns da auch wieder was brechen? So, Heidi. Erstmal handeln, was hast du? Ja, sieht erstmal gut aus, aber du, es liegt für mich. So, du kannst aber gerne mitkommen. In meiner Hose ist immer Platz für dich. Das hört sich so falsch an, ist aber das passt zum Spiel. Ich pack die an die Hosentasche. Was haben wir hier? Hier leuchtet's. So. Der nächste unterirdische Tunnel. Aber hier geht's auch nicht mal weiter. Dann hat sie das Ding erledigt. So, na komm, stirb, stirb, stirb. Gut. Hier ist auch noch etwas. Links, rechts. Also war ich links, jetzt gehe ich mal kurz rechts. Ich bin jetzt. Ah nee, es war ja links die Stelle. Dann mache ich ja mal links komplett fertig. Aber hier ist auch eine Sackgasse. Ach komm, stirb doch mal. Mensch, du mit deinem Ausguck hier. So. Dankeschön. Na, Eisen hat er hier mehr als genug. Aber ich habe jetzt eigentlich keine Zeit hier zum Sammeln. Okay, ich kam von hier. Ich war jetzt mal links, jetzt kann ich rechts. Okay. Jetzt bin ich an der großen Halle. An einer schönen Monsterhalle. Ach Mensch, so. Ich muss mich wieder bauen. So, die Erde kann jetzt mal hier hin. Glücklich und zufrieden. Jetzt kann ich mich ja nicht mehr bauen. So, hier.
Okay, hier ist eine Treppe nach oben, aber wir nehmen erstmal schnell den Schatz, bevor er weg ist. Wow. Ist hier unten noch irgendwas Besonderes? Nö, hier ist nichts Besonderes. Ist hier noch irgendein Tier eingesperrt? Bestimmt. Ich sehe da irgendwas Buntes. Jo, die 6. Dankeschön. Dann lass uns jetzt mal wieder hier hoch. Aber hier ist auch noch irgendetwas versteckt. Boah, es geht ja noch tiefer. Ah, von da aus kann man dann raus, weil hier ist ja erstmal nichts Besonderes. Eisenbahn kann, hat er nicht und so weiter. Dann sind wir hier erstmal durch. Und gucken wir mal ins Inventar, das sieht auch noch ganz gut leer aus. Jetzt können wir mal in die Rüstung gehen. Das ist die 104 und das ist 280. Können wir schon mal tauschen. Höschen hat er jetzt nicht, das kann er jetzt nicht anziehen und so weiter. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf die Map. So, dann können wir hier unten weitermachen bei Morello Moor. Das mache ich aber jetzt in der nächsten Folge weiter, weil jetzt ist schon wieder wirklich. Ja, ich übertreibe schon wieder gerade ein bisschen mit den Spielen. Ist auf jeden Fall eine schöne Gegend, kann man schon mal sagen. Gut, Morello Moor. Ich weiß gar nicht, also hier ist auf jeden Fall kein Händler, nicht kein Aufgabengeber. Genau, das war hier, wo ich mich hier rüber ackern musste. Da ist eine Figur, mit der man quatschen kann wahrscheinlich. So. Tschüss. Okay. Ja, hier sind wir eigentlich durch. Morello Moor ist auch nichts Besonderes, also Nordspitze. Kann man da hingehen. Vielleicht ist ja da dann ein bisschen mehr, dass wir da mal schauen. Also Morello Moor ist erstmal gestrichen. Da ist ja überhaupt keine Perspektive, dass überhaupt was ist. Das ist die reinste Einöde, das ist das Dorf. Allgemein. Hier habe ich mich noch gar nicht umgeschaut, überhaupt nicht. Und hier sind aber auch Missionen, die man machen kann. So. Was will er denn? Du bist mutig, ich habe viele gebeten zu helfen, mich von den gefallenen Kriegern zu befreien. Keiner will das versuchen. Wahrscheinlich dir, wa? Gefallene Krieger? Ja. Das ist ein bisschen unfair, gleich drei auf einmal. Zersetzte Knochen. Aber das gehört zu einer Mission, die ich hier gerade sehe, von diesen Dingern da. Ach, hier. Okay. Auf jeden Fall kein gefangenes Tier. Auf dieser Insel habe ich mich überhaupt noch gar nicht umgeschaut. Überhaupt gar nicht. Ich weiß also gar nicht, um was es sich überhaupt handelt. Deswegen gehe ich mal ganz kurz hier hoch. Okay, wir haben hier die Portale. Da sind auch wieder irgendwelche Lebewesen, die jetzt platt gemacht werden wollen. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.